Wie? Lok? Wie Lok? Wie Lok? Meine lieben Leute, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt hier zu einem neuen Vlog mit Spielkind 45 und ja, das ist zwei Themen und jetzt zwei Themen, die ich ganz gerne mal verbraten möchte. Und zwar, das erste Thema ist rund um die Let's Tries. Das zweite Thema sind die 1000 Abonnenten, die ich geknackt habe. Gut, meine lieben Leute, fangen wir an mit dem Let's Try. Ich habe jetzt hier das zum Schluss das Let's Try Sleeping Dogs gemacht, was ich persönlich echt, ich feiere die Grafik, ich feiere das Spiel, ich finde das richtig geil. Es ist leider so, dass es nur sehr mager bis kaum geschaut wird. Also ich habe mittlerweile kaum noch Views auf dem Spiel und da würde mich interessieren, echt, es würde mir wirklich super weiterhelfen, wenn ihr da mal kommentiert, jetzt hier unter dieses Video, ne, warum ihr das nicht schaut. Liegt es daran, dass ich halt spiele, ne, oder die Art und Weise, wie ich spiele, weil ich halt ein Noob bin, ne, weil ich halt da nicht der Allerbeste bin, ne, mich da durchkämpfen muss, ne, wobei ich das, ich hab mir Mühe gegeben und ich bin auch irgendwie, ne, es hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich finde das Spiel nach wie vor richtig cool und ja, liegt es daran, dass ich halt ein Volldepp bin oder liegt es daran, dass euch das Spiel nicht gefällt, ne? Also wenn ihr sagt, ja, ist nicht unser Spiel, ist nicht mein Spiel, möchte ich nicht gucken, habe ich keinen Bock drauf, ne, gerne in die Kommentare, dann weiß ich da Bescheid. Ne? Wie gesagt, es ist ein Video, da bitte ich euch echt um Hilfe, weil ich muss da irgendwas auf jeden Fall ändern. Ne? Oder liegt es zum Dritten an der Art und Weise, dass es halt ein Let's Try ist? Let's Try heißt ja, wir versuchen uns, nur das ist das Erste, ne? Weil ich, ne, hier Spiegel 45 am Gamepad und hier und da, ne, ist nicht immer ganz leicht, ne, und sehr noobig gelegentlich, ne, aber trotzdem, ne, wir kommen da immer durch, ne, bis jetzt sind wir ganz gut durchgekommen. Davon abgesehen ist natürlich ein Let's Try auch eine Sache, dass darauf ausgerichtet ist, nicht durchgespielt zu werden. Ne? Ist es das, was euch vielleicht abschreckt, das Spiel dann zu schauen? Ne? Wobei ich immer sage, ein Let's Try mache ich immer auch von den View-Zahlen ab. Ne? Also das Sleeping Dog Let's Try werde ich jetzt tatsächlich beenden. Ne? Also 16 Folgen sind es, glaube ich, geworden. Und das ist ja auch so das Ziel, so ein Let's Try, wie ich es mir vorgestellt habe, so um die 15 bis 20, vielleicht 25 Folgen. Dann vielleicht mal, wenn ich Bock drauf habe, dann schicke ich mal eine hinterher. Aber es ist das, was euch abschreckt, dass es halt kein Let's Play ist, ne? Sondern irgendwann dann wirklich stoppen wird. Ja, muss man gucken. Es ist so bei meinen Let's Tries, ich möchte schon, wenn ich halt sehe, das kommt gut an, das Let's Try, das Spiel macht mir natürlich auch Spaß, das ist immer Grundvoraussetzung, dann kann man das irgendwann auch in ein Let's Play ummodeln, ne? Das heißt, dann wird aus dem Let's Try ein Let's Play, aber bei den Views, die aktuell bei Sleeping Dogs laufen, ist es halt, steht es in keinem Verhältnis, denn das Aufnehmen und Rendern und Verarbeiten ist gar nicht so schlimm, allerdings die Dateien sind in der Regel der Fälle 3 bis 4 GB groß, das heißt, ich lade pro Folge wirklich 4 Stunden hier ein, 2, 3, 4 Stunden hoch und das ist schon echt eine harte Nummer und das muss geplant werden, hast du nicht gesehen und das lohnt sich dann nicht, wenn es kaum Leute schauen. Erstmal herzliches Dankeschön an die, die es geschaut haben, die es auch kommentiert haben. Es waren einige dabei, die einen Daumen runter gegeben haben, habe ich schon mal erwähnt, kann ich mit leben, allerdings hätte ich gerne gewusst, warum. Ne? Warum Daumen runter, ne? Aber gut. Das würde mich also echt total interessieren und ich möchte euch echt bitten, das mal in die Kommentare zu posten, woran liegt's? Liegt's an mir, an meiner Spielweise? Liegt's daran, dass es ein Let's Try ist? Oder liegt's am Spiel, das euch wirklich nicht gefällt? Nun, das sind die drei Punkte. Würde mich echt sehr freuen, wenn ihr da mal ein bisschen kommentieren, Tatentoten tätet. So, dann der zweite Punkt. 1, 2, 4, 7, 1000. Die alte Racker, 1000 Abonnenten geknackt. Ne? Wird es auch noch ein Special geben. Kündige ich jetzt hier schon mal an, es wird ein Special geben. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das schaffe, aber es kommt das 1000 Abonnenten Special. Spezial. Erstmal vielen Dank an die ganzen neuen Abonnenten. Ich hoffe, ihr habt Spaß hier. Ne? Und ja, seid mir ganz recht herzlich willkommen. Jeder ist hier willkommen. Kann ja jeder machen, was er will. Ne? Und ich hoffe auf viele neue Kommentare. Ne? Und ja, viele neue Daumen hoch, Daumen runter. Ne? Wenn Daumen runter, dann bitte kommentieren, warum Daumen runter, ne? Ist immer eine ganz hilfreiche Sache, ne? Ja, also das 1000 Abonnenten-Special wird kommen. Ich weiß noch nicht genau, wann ich es schaffe, aber es wird auf jeden Fall passieren. Ihren und gut. Ja, in diesem Sinne, ne, war es das mit dem Vlog heute von, ich weiß nicht, ich glaube, ich Sonntag.
Das Wetter ist ziemlich scheiße, ne? Ich muss morgen mit dem Fahrrad wieder mal da durch, ne? Meinen üblichen Weg, und ich hoffe, dass es dann zumindest nicht regnet, weil das ist immer eine. Ja, ihr wisst, ich bin Fahrradfahrer durch und durch, ne? Und Regen ist das immer so eine Sache, ne? Liebe Leute, dann sage ich jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und kommt gut in die neue Woche, und in diesem Sinne ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker, ciao, ciao, seid euer Spielkind. 1000 Abonnenten.